Hertha, zumindest im Norden, sind Holstein Kiel und der erste FC Magdeburg. Erster und Zweiter der Regionalliga Nord. Und die spielen heute beide gegeneinander. Und wie ernst es die Kieler mit diesem Aufstieg meinen, das hat eine Aktion in der Winterpause gezeigt. Da haben sie nämlich ihren Trainer rausgeworfen, obwohl sie Tabellenführer sind, und haben jetzt ein Bundesliga-erprobtes Gespann verpflichtet. Und zwar sind das Falco, Götz und Andreas Thom. Die haben schon Erfolge bei Hertha BSC Berlin gefeiert. Und jetzt sind sie also in Kiel und sollen zusammen pro Saison 800.000 Euro verdienen. In der vierten Liga wohlgemerkt. Unglaublich, aber wahr. Das bedeutet natürlich viel Druck für die beiden Trainer und den Spieler, aber Peter Carstens und die Spieler, aber Peter Carstens. Was man auch erlebt in Kiel, ist eine unglaubliche Vorfreude mit diesen beiden prominenten Trainern. In Kiel wird wieder Schlange gestanden. Holstein war nun wirklich lang genug von der großen Fußballwelt abgeschnitten. Aufbruchstimmung. Eine ganze Region träumt von besseren Fußballzeiten. Vierte Liga und die Sehnsucht nach der Meisterschale. Welch ein Optimismus. Finanziell zumindest ist kein Club besser gestellt. Falco Götz hat sich zu seinem Debüt noch einmal zwei Winterneuzugänge geleistet mit Grigic und Marco Stier. Und den sehen wir gleich. Knapp eine Viertelstunde gespielt. Holstein in den blauen Trikots mit der ersten zwingenden Chance nach der Faustabwehr von Magdeburgs Christian Bär, Stefan Vucic und 2500 mitgereiste Gäste. Eine klasse Atmosphäre. Noch einmal der prächtige Schuss von Vucic. Paul Lenz, der Trainer des ersten FCM, seit 14 Spielen ungeschlagen, davon allein 11 Siege. Den kennen Sie auch, Andreas Thom, wie in alten Zeiten der Co. von Falco Götz. Langer Ball nach vorne, hier wird nicht lang gezaudert. Radovan Vujanovic, ganz schwer vom Ball zu trennen. Und Stefan Vujic, ach, Rückpass zum eigenen Torwart, zu Michael Frech natürlich, Freistoß. Schiedsrichter übrigens Felix Brüch, ganz erfahrener Mann, FIFA-Schiedsrichter, sehr souverän. Freistoß, Radovan Vujanovic, klasse Parade von Michael Frech, weiter 0:0 vor 8.300 Zuschauern. Beide Mannschaften noch zurückhaltend, das eigene Spiel kontrollierend. Das sollte sich aber ändern in der zweiten Halbzeit. Jetzt war mehr Feuer, mehr Leidenschaft drin. Alexander Nuri, wieder auf Velimir Grgic, einer der Neuzugänge, kam in der Winterpause aus Sandhausen. Aber jetzt war weitaus mehr Dampf in dieser Partie. Schwer bespielbarer Boden, 7 cm Schnee sind in den letzten Tagen vom Rasen getragen worden. Latay auf Alexander Nuri und die nächste Chance für das Team von Falco Götz, der mittlerweile auch auf das 4-4-2-System umgeschaltet hatte. Beide Mannschaften wollen ja unbedingt in die dritte Liga und die Chancen, die häuften sich. Falco Götz, das Hinspiel hatten die Kieler mit 1:0 in Magdeburg gewonnen. Weitaus mehr Qualität jetzt im zweiten Durchgang. Velimir Grgic, ein bulliger Kerl, da setzt sich da durch. Imposant sein Auftreten, immer noch die Chance. Marco Stier, gute Übersicht. Und Mohamed Lachtay, ah, der hat sich was getraut. Und da schauten die Magdeburger verdutzt rein. Ganz starke Phase jetzt für die Gastgeber. Und es wurde immer spannender. Ecke für den FCM. Und Tor! 0:1. Naji Braham. Völlig überraschend dieser Treffer. Aber in der Zeitlupe erkennen wir ganz genau, der steht völlig frei. Ohne Gegenspieler. 1:0 die Führung für die Gäste. 72. Minute. Falco Götz wartete nicht allzu lange, brachte jetzt seinen Routinier Dimitrios Gustinas mit ins Spiel. Und da haben wir ihn schon, da bekommt er den Ball und marschiert durch und macht es ganz alleine. Ausgleich, 3 Minuten zuvor eingewechselt von Falco Götz. Und hören sich diesen Jubel an. 1:1, 84. Minute. Nach diesem beherzten Auftritt, voller Leidenschaft,
der verdiente Ausgleich für die Kieler. Und Falko Götz erlebte den Treffer so. Einer von den ganz Großen aus der Trainerzunft, aus der ersten Liga, zurück in die vierte. Und wichtig für ihn natürlich gerade bei seinem Debüt, dass er nicht gleich verliert. Aber das Spiel noch nicht zu Ende. Weiter die Gastgeber. Große Chancen noch einmal. Und Falko Götz appellierte noch mal an seine Fans. 3 Minuten noch zu spielen. Und noch einmal die große Chance für die Gäste zur Führung. Das wäre nicht verdient gewesen. Der Ball noch einmal zurück zu den Magdeburgern, die unbedingt sich revanchieren wollten für die Niederlage daheim. Aber es blieb am Ende beim 1:1 durch Guschinas für Holstein. Guschi ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Und mir war schon klar, wenn so eine Situation entsteht, dass Dimi da ein sehr wichtiger Mann sein kann. Man hat es gemerkt bei der Einwechslung, die Fans waren sofort da. Und ich denke, mit seiner Erfahrung hat er das Tor dann auch gemacht. Also wie abgepitcht, ich glaube nicht, dass das irgendein Jungscher hinkriegt. Noch einmal das Klasse-Tor durch Guschinas am Ende. 1:1, die zweite Halbzeit, absolut starker Auftritt von Holstein Kiel. Alle warten auf den ersehnten Aufstieg und Falko Götz hat neues Fußballfieber in Kiel entfacht. Und wir gucken sofort auf die Tabelle der Regionalliga Nord. Da hat sich nichts verändert. Holstein Kiel mit 41 Punkten vor Magdeburg, 40 Punkte.